Ja, hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1400 und die 4. Ja, in der letzten Folge haben wir die letzte Ausbaustufe des Kaiserdoms erreicht, haben ja uns wieder bei ein großes Turnier veranstaltet, uns eingeschleimt und befinden uns jetzt auf der Suche nach Bauchtänzerinnen und da machen wir hier gleich weiter. Ja, wenn ich sie dann finden würde. Hallo. Das ist so eine geile hier, ne? Direkt am Strand, kann da rauslaufen und, aber das tut dir jetzt gerade nichts zur Sache. Mensch, so. Einer von euch? Hat einer von euch die gesehen? Nö, schade. Ja. Komm, das wird doch nicht hier so wie bei den Hexen damals, wie ich die auch nicht gefunden habe. Ich finde das in Anno 2070, muss ich gerade nachdenken, 1701 hatte solche Sachen ja noch gar nicht. Anno 2070 finde ich das... Ich wundere gerade, dass hier so ein einsames Haus steht. 2070 finde ich das besser mit den Suchaufgaben gelöst, weil da trotz teils erhöhten Wuselfaktor die blauen Umrandungen besser sind. Also da kann man das besser erkennen. Besonders weil die ja auch sich manchmal denken, so, jo, laufe ich mal zwischen den Häuserzeilen. Ja, hast dich beruhigt, danke. Zwischen den Häuserzeilen durch und so, da sieht man die eher schlecht. Bin ich jetzt doof? Du bist doch eine, oder? Ne? Ne? Nein, 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 du bist nur eine unbescholtene Bürgerin. Ja, laus mir doch dafür. Wo bist denn? Ja? Kann ja nicht sein. Vielleicht da? Nein. Ja, lass mir das mit Gewürz fangen und keine Waren. Das ist mir aber egal. Ja. Ja, vielleicht im Bad schon welche? Nö. Was ist das denn? Was macht der denn da? Die talken hier, also so ein Bad, so ein orientalisches Bad wäre auch cool zu besuchen irgendwie. Fände ich so zumindest, persönlich. Ah, Hallöchen! Hahaha. Richtig. Bin ich hinkommen. Ja, weißt du, du bist gleich in der Nähe vom Bad hier. Ne? Hättest auch zu Fuß hingehen können. Oder einer von euch hat den zu Fuß. Da muss er nicht mich hier, den großen, allmächtigen Mauszeiger-Man. Mauszeiger-Man, der Neue in der Justice League. Ja. Hätte er nicht den großen, mächtigen Mauszeiger-Man fragen müssen. Den hätte er auch selber gefunden. So viel Intelligenz traue ich ihm dann doch zu. Ja, das ist doch nicht wahr. Das ist ja doof. Ah, hallo. Ja, ja. 47 Tonnen Fleisch. Ja, die kann ich doch gewinnbringend verkaufen. Ja. Ja. Ich könnte auch sagen, dass er gleich alles verladen sollte. Das macht es einfacher. Aber 10er Tonnen Schritte sind besser. 10er Tonnen Schritte vor allen Dingen. Mhm. 44.000 Goldmünzen, da sind das inzwischen. Hier waren das, glaube ich, ein Tick mehr, ne? 49.500, genau so war das. Dann drive mal hier vorbei. 320, wo habe ich die denn her? Ach ja, der Auftrag, genau. Das heißt, oh ja, nochmal schön 600, genau. Willst mich auch gar nicht arm machen, ne? Aber außergewöhnliche Waren für euch. Abgemacht. Ja, das hat jetzt... so medium viel gebracht, ja gut. Natürlich Kriegsmaschinen und Kanonen sind schon echte Verkaufsschlager. Wieso kann Gold und Golderz sind da schon als Lagerdings da drin, während ich die noch nicht mal herstellen kann, ne? Die sind hier unten erst. Ich habe, glaube ich, noch nie Brokatgewänder hergestellt in Anno. Das muss ich auch mal ändern irgendwie. Habe ich die Speicherstadt eigentlich gebaut? Ja, habe ich doch. Ja, genau, hier ist doch eine Speicherstadt. Tada. Ist auch ein schönes Gebäude. Sieht zwar nicht so aus wie die Hamburger Speicherstadt, die noch ein bisschen hübscher ist, so wegen dem braunen... wegen dem Backstein, der da verwendet wird, aber sonst... Ja, wie ich erwartet habe. Es reicht einfach nicht aus, die Produktion an Glas. Ich weiß aber gar nicht mehr das Glasverhältnis, muss ich mir jetzt mal in der Schande einstehen. Normalerweise habe ich auch das Lösungsheft hier gleich immer in der Nähe liegen, aber derzeit... liegt nur mein Biobuch hier. Ja, wenn ich jetzt fragt, ey, was ist, Digga, sind Ferien, warum lernst du? Ja, ich schreibe bald mein Abi. Ne, dann... Und da ich das in Bio schreibe, ist schon relativ wichtig, dass mein Biobuch hier auch bei mir liegt, ne?
So, das ist ein Problem natürlich, sodass man sich noch kümmern müsste. Eine Gott, wie Produktion jetzt das kommt zum Verhältnis Ende. ist, der Jungs. Und Mädels natürlich nicht zu vergessen, ne? Jungs und Junginnen. Was ist? Willst du Erstmal bleiben? gucken. Du produzierst Quarz. Aber nichts von dieser Insel, folgerichtig, sondern auch nicht von dieser Insel, sondern auch nicht von dieser. Wo kommt denn das Quarz her? Du, das geht dahin und du gehst auch dahin. Geht das Quarz etwa in zwei Wege? Tatsache, habe ich das echt damals so eingerichtet? Ich bin jetzt gerade. Ja. Brot und Seil. Quarz, Quarz, Quarz für Glas. Deswegen habe ich auch nur gesagt 25 Tonnen. Genau. Kann ich da noch mehr Quarz abbauen? Oder sind der ja natürlich mit zwei ausgeschöpft? War ja klar. Könnte ich hier theoretisch nochmal eine Insel mit Quarz errichten? Dafür brauche ich ja nur Werkzeuge und so. Werkzeug habe ich ja auch immer Die en Arbeiter masse kommen dabei. gut voran. Alles läuft bestens. Ja, nur dass ich... Ja, Einer ach ihrer Gott. Betriebe stellt keine Waren her. 1191. Theoretisch. 1191. Wenn ich das richtig sehe. Nein, also egal wie ich das jetzt gerade recht. 1100... Ja, genau. 1191. Und ich schreibe Mathe in Abitur, richtig. Das wird noch richtig laufen bei mir hier. Ich bin Beste von die Welt, was weißt du, musst du wissen, ne? Ich gut Mathe, ne? Ist wichtig. Oh, hier ist auch, ne, ein Riff. Riff vor allen Dingen Riff, genau. Meine Fresse, ey. Was war das denn hier? Ich hätte hier auch die Schiffe verkaufen können. Ah! Hätte mir noch Geld Kinder, gegeben. Mensch, warum gefällt hat mich hier das keiner Geld für aufgehalten? Zoll? Auf einer Wegezoll. Handelsroute werden Kann ich eigentlich keine zweimal Waren Wegezoll verkauft. Kriegsmaschinen einrichten? Zumal hier steht erpresster Übergaben, Wegezoll. was willst du? Alle? Ja genau, erpresster Wegzoll. Ab Warenmenge 21 Tonnen erpresster Wegezoll. Klingt auch toll. Habe ich das? Jo, ich erpresse Wegzoll. Das ist ja geil. 7.500, 10.000. Weltstadt, ne? Glaube ich, das hier ist auch keine Weltstadt. Das hübsche Städtchen hier. Ne, das ist nur Metropolen, aber zwei Metropolen sind toll. Zumal man ja keine Weltstädte braucht, um große Städte zu haben. Nein, um Sultansmoscheen und so Eine weiter bauen zu dürfen. Produktion kommt zum Erliegen. Eine So, Produktion kommt zum 63, Erliegen. noch 12 Errungenschaften, dann ist auch bald. Dann ist bald Wende hier. Die Ritter sind begierig. Lord Northburg schlägt vor, ein Turnier auszurichten. Ich Großartig. sage dir, ja. Überbringe den Da Rittern schlage ich zurück mit liebevolle einem Ja. Worte. Der war schlecht. Ein Ich gutes Geschäft ist mir werde willkommener auch sagen, er schlägt Gast. vor, hoffentlich hat er keinen verletzt. Finde ich heute wieder lustig. So, Baby Baumenü. Ich habe die Shortcuts noch alle drauf, ey. Bin ich gut. Dann. Ja, Quarz. Und dann haben wir es hier einmal. Wie man hier auch Rosen herstellen soll, ist mir jetzt so ein halbes Rätsel. Aber nun gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nein, Route erstellen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ey, wieso machst du für Grass, vor allen Dingen Grass. Falls ihr euch jetzt fragt, ey, wieso machst du denn so eine einzelne Handelsroute jetzt nur für Kurang? Cooler Name für eine Stadt. Nur für so eine kleine, nur für die letzte Baustufe des, oh Gott, hallo, kannst du mal vielleicht sprechen lernen? Wäre toll. Nur für die letzte Ausbaustufe des, Kaiserdoms. Ja, da kann ich euch ganz... Michelle, Karawelle unbeschädigt. Die hätte was. Die Ratsch ist auch nicht.
Hazar, genau. Hazar, du bist mir immer gut gewesen. Dann nimmst du das wieder mit. Nein, falsch rum. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Man braucht das auch für die Sultansmoschee, falls ich das noch nicht gesagt hatte. Ich war mir gerade nicht so Euer sicher. Turnier war seit Ja, langem danke. ein gutes Geschäft. Na, 17 Tonnen, du hättest mir mehr Tonnen abkaufen können. Ne, das wäre für mit Sicherheit möglich gewesen. So. Und so tasten wir uns dann auch Schritt für Schritt, langsam, aber sicher an unser endgültiges Ziel heran, ne? Habe ich schon hier noch so an Baureserven? Ja. Darf ich ja nicht zu sehr ausnutzen. Eine Produktion kommt zum So. Erliegen. Ja, nur 99% Laufkräfte ist jetzt. Ja, das passt. Und natürlich reicht das Geld nicht für eine zweite Glaserei. War ja abzusehen. Habt Verständnis, Irgendwas Herr musste wieder Bräutigam. schief gehen. Na gut, erstmal werden die Grundvorräte ausreichen, um die Glasöfen zu befeuern. Nein, das reicht ja nicht mal mehr dafür. Ha! War wieder wundervoll hier. So, du holst dann minimal 20 Tonnen Stein, das müsste Sie reichen. müssen tiefere Brunnen graben. Was? 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 Um Eine Gottes Willen. Nubier fördert kein Wasser mehr. Das sind noch mal Gelder. Das würde auch Erfolgspunkte geben. Das Wasser Eine auffüllen und Energiequelle sowas. einer Und Bank Rohstoffe verlieren. wiederherstellen. Das gibt wieder alles Geld. Ist hier fast alles gut. Alles gut, alles gut. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Ja, ich weiß, dass dort nichts gehandelt wird. Ganz ruhig, mein Lieber. Ganz ruhig. Chill mal So dein ist es Life. schlecht. Siehst du, so geht das. Zwar minus von 3000, aber ich habe schon wieder 5 Tonnen erpresst. Ich böser Kredithai ich. So. Oder wir ein bisschen Glas haben. Nee, so ein hübsches Gebäude hingepackt. So. Einer Ihrer Betriebe stellt Erfolg. Diese Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Oh Gott, ey. Habt ihr selber keine Trauben oder was? Habt ihr Trauben auf den Augen? Ja, ha, danke. 20 Tonnen Trauben, das passt sogar. Dann bewege dich aber mal so schnell es geht dahin, bevor die dich denken, alle Trauben wegzunehmen. Das hält sich ja sogar im strategischen Gleichgewicht mit den Trauben hier. Das ist ja cool. So was gefällt mir. Ja. Wie viel wollt ihr haben? 20 Tonnen. So, und her damit. Wie gesagt, ich versuche je so viele Aufträge wie möglich zu erfüllen. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei Es der sollte jetzt Arbeit. eigentlich keine Lieferengpässe mehr in der Glasproduktion geben, wenn die Glas Eine erstmal angelaufen Produktion ist. kommt zum Ja, Erliegen. hier. Er zögert noch ein bisschen. Aber eigentlich müsste jetzt wieder viel mehr Waren auf der Glas Dings da gehandelt werden. Ja, gut, 13 Tonnen ist natürlich auch nicht Könnte viel, ich ne? diese Angelegenheit regeln? 45 Tonnen Glas? Ich bin froh, dass Ja, ich... nee, warte mal. Hahaha. Das muss noch von den Ausbauarbeiten hier übrig geblieben sein. Ja, dann hier, ne, schnell her damit. Gänslingen. Stimmt, hier für die Brillenmachereien. Ja, genau. Ich erinnere mich. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, Steinmetzelte stellt nichts mehr her. Ne, er ist hier wieder so voll auf Angst machen. Hey, ich schaff Seid das nicht. Es ist unbesorgt. mir viel zu Alle sind anstrengend, mit einen Kaiserdom Eifer zu bei der bauen. Arbeit. Und dann, sobald er weg ist, hier einer Niemand für... kommt. Brauche ich alles nicht. Asketische Naja. Ausguckwache. Mensch. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ja, ich habe ein gutes Geschäft gemacht.
Ich weiß gar nicht, ob ich im Allgemeinen auf einen positiven Zweig komme bei meinem ganzen Einkaufen und Verkaufen, da ich ja nur eher minderwertige Produkte zum Verkauf anbiete, ne? Ich bin froh. So, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nee, für 400. Handelsvolumen kann ich eh nicht mehr erhöhen, aber das kann ich machen. Cool, habe ich noch ganze 7. Ja, nee. Dann hoffe ich mal darauf, dass der Kaiserdom... geht er noch in dieser Folge fertig? Lass mich kurz auf Nein. Uhr sagt Nein. Ja, aber für die nächste Folge werde ich dann noch wieder cleverer. Ich glaube, das ist viel zu viel Quarz. Oder? Das müsste doch eigentlich... Ja, das Quarz ist am Steigen wie sonst was. Nee, das ist viel zu viel Glas. Nee, Glas kann es nie zu viel sein, aber Quarz. Quarz schon. So eine Speicherstadt 150. Wäre natürlich cool, noch so eine zweite Speicherstadt sich anzulegen. Ist das eigentlich, wenn ihr glücklich seid? Nur noch ein Plus und ja, ihr bleibt mal ausgeglichen. Ja klar, ja, ich weiß, ich muss mehr hier ausgeglichen, also mehr Adelige, dann wird das auch wieder im Positiven gehen. Aber nö, habe ich keinen Bock drauf. Wenn das hier auch durch ist und aber Glas scheint sich ja so weit erholt zu haben, deswegen kann ich auch Militäre wieder hier oben aufbauen. Alles, was ich hier eigentlich abgerissen habe. Nö, ich schlaues Kerlchen. Militärroute. Militärroute. Die Militärroute, da wird auch gar nichts mehr gehandelt. Was schon natürlich jetzt eine Schande ist, weil ich gerne gewusst hätte, aber ich glaube, was habe ich da gebaut? Ich mache einmal 75 Tonnen von alles. Außer von Glas, das muss erstmal warten, weil ich da nicht genau weiß, wie viel Tonnen ich davon verkaufen. Hallo. Du machst hier weiter, Digga. Kann ja nicht angehen. Nicht immer auf die Befehle hören, die ich dich anschreie. Also mein Deutsch ist gerade echt für den Arsch. Immer nicht auf die Befehle hören, mit denen ich dich anschreie. Das klingt das besser? Nö, es klingt genauso bescheuert. Bleibst du erstmal hier liegen. So. Seid unbesorgt. Alle sind mit. Genau, dann kann ich mal die ganze Stadt... Wird ja mal Zeit, ne? Hier zukleustern. Mit Wegen, ne? Das ist ja hier auch, ne? Muss ja mal was für Stadtbild tun, ne? So. Ich weiß, das verbraucht jetzt viel, aber hey. Man muss auch was fürs Aussehen seiner City tun, ne? So. Vor allen Dingen seiner City. Das heißt immer noch Wolfshafen. Ich habe ihm damals keinen Namen. Was? Ich habe ihm keinen Namen gegeben. Hätte ich das mal machen sollen. Ja, wenn ich dann Ende des Jahres meinen neuen Rechner habe, will ich auch ein Anno 2070 Let's Play wieder auferleben lassen, weil ich habe hier schon ein paar Probleme mit dem FPS und ich möchte euch dann Anno 2070, wenn es dann irgendwie mir menschenmöglich ist, euch auch wirklich in 270p darbieten und das geht halt nur mal mit einem guten Rechner. Das Spiel hat ja nicht gerade wenig. Ne, ich will 1080p und nicht in 720p. So, wie gesagt, also ich will 1080p und das geht nur mit einem guten Rechner. Das Spiel sieht extrem cool aus, aber das frisst auch einiges. So, hallop. Hahaha. So, und unter dem Aufbrauch aller Stein, na fast aller Steinressourcen der Insel. Man könnte schon fast sagen, das sei eine Steinigung. Oh, scheiße, ist der schlecht. Ah, vergebt mir. Gott, also das war jetzt hier, ja, wow. Unterste Kanone. Sorry, das war nicht ernst gemeint, das war nur schwarzer Humor. Ich geh in irgendeine Ecke und schäme mich selbst, ey. Oh, Mann. Das war wirklich scheiße.
So, da habe ich ja fast alles mit Stein ausgekleistert hier, ne? Sieht ja ganz gut aus. Und hoppi die hopp, so. Der ist auch fast durch. Ich habe Zeit geschindet und ja. Das war's dann auch von... Ah, no. Ah, einen kurzen Moment. Muss mich kurz strecken. So, geht wieder. Ja. Das war's dann auch wieder mit Anno 1404. Ich war gerade bei aus irgendwelchen Gründen bei 2070. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wenigstens fand's cool. Ja, und in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, ist der Kaiserdom dann auch gefertigt. Also abgefertigt, fertig. Also, futsch. Das war's. 720 Tonnen, ist das ehrlich, wa? 700, ja, der verbraucht doch schon einiges an Rohstoffe. Gibt ja übrigens den Erfolg, weil ich es mir leisten kann, dann baut man den und reißt den gleich wieder ab. Der ist toll. Naja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Anno 1400 und die 4. Bis dahin, auf Wiedersehen.